Herr Schulze. Ja, bitte? Herr Schulze, u was een van die vele Deutschen die met de Paasje in ons land waren, hè? Hoe is die in dat bevallen? Ja, also, ich hatte gerade meinen neuen Mercedes 350 und wir sind dann am guten Freitag, wie Sie das nennen, um 5 Uhr morgens aus Bielefeld abgereist Richtung Sandfurt, nicht? Nou, da haben Sie die ersten Tage nicht so best getroffen am Strand, hè? Ja, also den Strand haben wir ja überhaupt nicht gesehen. Wir waren nur am Rande vom Sandfurt und da hat uns irgendein Fremdenführer, ein übrigens sehr netter Bursche, schon gesagt, dass kein Zimmer und kein Frühstück mehr frei wäre. Das war also Freitagnacht, Samstag früh um 3 Uhr. Da haben wir sofort versucht umzukehren und nur das Umkehren alleine hat dann bis Samstagabend gedauert. Und haben Sie alsmehr in der Auto müssen bleiben? Ja, also meine Frau und meine Schwiegermutter haben dann im Auto für uns alle Sauerkraut mit Eisbein gemacht. Das hatten wir schon aus Vorsicht mitgenommen, nicht? Also, dann wurde uns gesagt, immer nach dem Osten zu fahren und dann kamen wir bei Aude rein, wo wir uns die anderen schönen Autos anschauen konnten. Und da haben wir Karten gespielt mit einer anderen deutschen Familie, die so ungefähr 6 Stunden lang neben uns fuhr. Zwar in einen kleinen Opel, aber es ging nicht. Maar dan hebben ze also helemaal niets gezien, hè? Ja, also wir waren dann Sonntagnacht bei Arnheim, wo ich meiner Frau mal das Kröller-Möller-Museum zeigen wollte. Und da sind wir also tatsächlich bis auf 60 Kilometer vorbeigekommen. Dann fuhren wir also weiter Richtung Enschede, ja? Meine Frau und meine Schwiegermutter haben dann im Auto Kartoffelklöße gemacht. Und als wir dann zweiten Ostertag, also Montag, in Enschede eintrafen, wurden wir durch ein paar sehr liebenswürdige junge Leute umgeleitet, weil Enschede einfach voll war. Ne? Oh, aber das war der vierte Tag al. Und sind Sie darüber durchgegangen? Ja, also die Situation im Auto war dann schon ziemlich schlecht, nicht? Ich musste uns alle auf einer Kartoffel pro Stunde rationieren. Ein wirklich sehr hilfsbereiter älterer Holländer hat uns dann noch durch die Fenster ein paar Tulpenzwiebel zugesteckt. Das kam aber für meine Großmutter leider zu spät, ne? Ja. Die haben wir dann aufs Imperial gelegt, nicht, damit drin mehr Platz ist, ne? Da sind wir also weitergefahren, immer nach dem Osten, bis wir kein Wasser und Benzin mehr hatten. Und da haben unsere Kinder das Auto stundenlang weitergeschoben, bis wir dann also Dienstag früh liebevoll aufgenommen wurden von Leuten, die übrigens sehr gut Deutsch sprachen. Als wir alle wieder zu Kräfte gekommen waren, erzählte man uns, dass wir in Oberhausen waren. So 50 Kilometer von unser Haus, nicht? Aber das war das eine verschrikkelijke Paschen für Ihnen, ne? Ja, also es hat schon mal Schlimmeres gegeben, ne? Ja, Freunde, ihr lacht jetzt der Barsch, ne?